Ja, ich bin's wieder, die nervige Hexe. Kein Spaß. Ich habe mir ein bisschen was überlegt und zwar habe ich mir gedacht, dass ich mal wieder Skyrim spiele und wollte mal gucken, wie das halt jetzt so in meinen Erinnerungen noch ist mit der Realität. Noch dazu will ich mir mal ein paar Mods anschauen. Ich habe das Spiel vorher immer nur auf der Konsole gespielt. Und ja, ich habe gedacht, das lade ich dann direkt mal hoch. Mal schauen, wie es wird, wie es auch ankommt. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal rein. Ach ja, guten alten Zeiten. Dann würde ich sagen, wir starten mal eine neue Story. Ich habe vorher ein bisschen rumgespielt, einfach geguckt, ob die Mods funktionieren. Ach ja, der gute Alwin. Aber ich finde, die Texturen sehen schon recht gut aus. Nichts verpixelt oder so. Unscharf. Da habe ich anscheinend die richtige Textur-Mod runtergeladen. Nicht so Hey, ihr traurig. da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Einfach mal ähnlich. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Und wieder Pferd stehlen untertitel. können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Okay. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die. Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstad. Ich komme aus Rorikstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Ibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt.
Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeeren mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen okay, so sicher gefühlt. Okay, das ist einfach Gras und Büsche in den Häusern. Das ist natürlich, das soll, glaube ich, nicht so sein. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht umbringen! Will sonst noch jemand fliehen? Tja, wartet. Ich? Hallo? Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Wer bin ich? Was haben wir denn hier? Die Argonia. Ich will auf jeden Fall weiblich sein, das ist klar. Oh Gott, ja, ich habe ja Kinder. Die Kindermod drin. Um Himmels Willen. Mach ich aber nicht. Machen das schön ordentlich. Die Kajit sehen hier nicht so toll aus, keine Ahnung. So eine hübsche Ork kann man natürlich auch machen. Und die sieht hübsch aus. Ob man die hübsch kriegt? Ja. Komm, wir nehmen einfach Nord. Vorgaben. Ist okay. Und Farbe, ein bisschen mehr Farbe, so. Schussnamen, Kriegsbemalung. Das ist natürlich auch immer ein bisschen wichtig. Klappe. Habe ich immer gern genommen und dann habe ich das immer gern wieder gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Das finde ich eigentlich ganz okay. Oder das? Ich könnte natürlich auch gar keine nehmen. Aber gar keine finde ich irgendwie doof. Das sollte auch nicht übertrieben sein. Ich glaube, wir lassen das. Dieses Dunkellila ist auch ganz okay. Nase ist mir ein bisschen zu groß. Okay. An sich sieht die nicht schon ganz okay aus, finde ich. Okay. Oh, rutschen immer weiter runter. Die Augen hatten wir, ne? Die eigentlich gar nicht. Wir nehmen grün, so wie meine. Dann passt das auch. Lassen wir mal so. Genau, gibt es nicht irgendwie noch offenere Augen? Also Augen, die irgendwie.
Innenaufnahmen aus, aber die sehen auch irgendwie komischer aus. Die sehen irgendwie zu aufgerissen aus. Machen wir das. Braunart. So ganz klassisch. Nun finde ich ganz okay. Kiefer ist auch okay, Haare. Ui. Was? Schick aus. Passt ein bisschen zu mir. Aber auch nur ein bisschen. So ganz weiße Haare. Sieht auch cool aus. Kannst du hinterher bei dieser einen Tante ja noch ändern. Ich glaube, wir nehmen das fertig. Nennen wir das einfach. Fertig. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Da kann der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Ätherius übergeben. Talos Ben schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zerlumpter Nord, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Hi. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Es ist in den Wolken! Oh
Gott. Ein Drache. Wie ist das möglich? Ja, aufstehen und weg, ne? Trotzdem ist so gut. Geht's auch nicht so gut? Licht ist ganz anders. Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war... Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Bitte. Hier. Ihr könnt euch Grunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Okay. Brauche ich das? Ich denke mal, das ist Teil von diesem Mod-Ding. Na schön. Legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja, die ist verschlossen. Versuch mir es mal beim Tor. Na, wie sehen wir denn aus? Boah. Verdammt! Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Geht weiter! Entdeckung! Öffnet dieses Tor. Vielleicht hatte ja einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Zuerst mal Waffen. Okay, habe ich nichts. Die Armschienen sind besser, das ist besser, das ist besser. Und den Helm. Vielleicht hatte ja einer gesehen, kann mal die Tür zu öffnen. Das wär's. Kommt, verschwinden wir von hier. Ehe der Drache den ganzen Turm über unsere Köpfe zum Einsturz bringt.
so viel ein und die Stücke viel ein. Ja. Auf welcher Schwierigkeit spielen wir eigentlich? Novize, und weiter runter geht's nicht mehr. Nochmal Lehrling? Also ganz einfach möchte ich es jetzt auch nicht haben, ist ja dann auch langweilig. Sieht aus wie ein Lagerraum. Nehmt euch fertig. Dann gehen wir weiter. Wo sind sie? Ich hab's geschafft, dass eine genug gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Dann leuchtet noch was. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr da knacken könnt. Möglicherweise leuchtet noch was, Gold, wenn wir hier rauskommen. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Habe ich hier mehr Licht? Ja, sieht ganz okay aus. Das ist jetzt eben, geht irgendwo in eine Richtung, zack. Novize, fertig. Ist das dunkel? Es ist so dunkel. Naja. Ja, genau, ein Schild wollte ich auch noch benutzen. Moin. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Ich werde sicher nicht ab. Sturmmäntel! Kann ich mal blocken üben? Nein? Bitte nicht blocken. Ich mag die Stelle, weil da konnte man nämlich das hier machen. Und das machen. Und das auch. Okay. Okay, dann brennt halt nicht. Damit. So, das nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Seht nach, ob der Weg frei ist. Bekleidung war das, ne? Ja. Ich werde was. Eine Fackel. Mal sehen, wo das. Die benutzen wir auch direkt mal. Infinite. Direkt viel besser und heller. Meins. Moins? Hier sind diese ekligen Spinnen. Dann ölen wir direkt mal Bogen. Okay, so. Gott, ich weiß das nicht mehr. Ranzoomen kann ich auch noch nicht. Eins. Zwei. Okay.
Da fehlt was. Das waren nicht... Lass mich erzählen, dass der jetzt schon tot ist. Ich hasse diese verdammten Biester. Viel. Viele. Ich glaube, ich muss es noch einen schwerer machen. Zu einfach. Meine Haare jucken. Also, kratz mich. Piekst mich. Das ist nicht cool. Es ist wieder so dunkel. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Ich weiß, dass hier Geld drin war. Da ist hier was Orangenes. Geldbeutel. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht annehmen. Ich auch nicht. Sonst versuchen wir, ihr vorbeizuschleichen. Immer ihr hintretet. Schleichen ist nicht überbewertet. Hübsch, Schleichen ist überbewertet. Objekte. Packe, mache ich direkt zum Favoriten. Das weiß ich noch. Ich sehe nichts, ich sehe gar nichts gerade. Kann ich das irgendwie noch heller machen? Anzeige, Helligkeit. Ein bisschen besser. Ja. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Wartet! Es ruckelt gerade, da muss ich das mal laden. Tschüss. Schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Jetzt zeigt er mir das Schleichen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Was geht's mit dem Lex? Hat jetzt geladen alles. Sieht schon nice aus. Hat jemand Holz gefällt? Habe ich das richtig gehört? Sache. Oh. Das ist nicht gut gesonnen. Attacke. Ihr hättet nie herkommen sollen. Nummer 1 ist weg. Aua. Geht auch, solange ihr noch könnt. Niemand schlägt ein Wort. So, ich bin zu schwer und kann nicht rein, aber ich habe jetzt so die Standard. Bumm, Stahlaxt.
Knappsack. Mit einem kleinen Rucksack aufpacken. Wie cool ist das denn? Was haben wir denn hier? Okay, der Blur-Effekt ist manchmal ein bisschen buggy. Wenn ich da reinnehme. Alter, da kommt Nebel. Lol. Okay. Hinten hört man Leute bei der Mine. Sieht schon gut aus. Ich glaube, ich nehme den Krieger. Ja. Perfekt. Alles eingesammelt. Alles muss eingesammelt werden. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen aus. Dieser Todesblick. Ich hab hier kein. Ich bin voll, ne? Ja. Ich will wissen, was das ist. Ja, der hat einen Rucksack. Guten Tag. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Werft einen Blick darauf. Ich kann verkaufen. Besitzt nur 12 Gold, ja komm. Mhm. So, gehen wir mal weiter. Da ist glänzt alles so extrem gerade. War das Bücher, ne? Ja.
Das ist hier nicht mehr alles so stark am Leuchten. Okay. Yes, Baby, Stufe 2. Das war doch nicht alles, das war noch mehr. Rucksack. Toll. Schon wieder, Mutter. Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgehab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Ihr werdet schon sehen, es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Ja, wenn alle tot sind, dann... Naja, ne? Wo war das Hund? Hey, das ist ein wertvolles Tier. Gibt keinen Ärger? Was ist, gute Frau? Nein? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Vor kurzem habe ich gehört, wie Lukan geschrien hat, dass ein Dieb in seinen Laden eingebrochen ist. Das war ich nicht. Ganz ehrlich. Jetzt rennt er weg. Naja. Dann. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für... Mein Vater ist Alvor, der Schmied. Ich bin seine Assistentin. Ich meine natürlich seinen Lehrling. Ah, na dann. Na ja, machen wir mal schön die Quest weiter, ne? Also, Ralof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straßen nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe ja eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein.
Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Und die Tränke nehme ich mit. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Danke, Schwester. Sollte drin sein, ne? Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Das ist sowieso Quest. Also, ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulf... Ich wollte noch die Sachen... Woher? Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen. Ihnen zeigen, wo alles ist. Oh. Papa sagt, dass ich zu nett hier in Flusswald bin. Bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Werft einen Blick drauf. Das ist Deutsch, man ist Englisch. Ich, keine Ahnung. So. Tschüss. Nein, mein Bogen. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Nein, Pelz brauch ich selber. Was hast du denn so? Ja, nee. Den finde ich auch so dann wieder. Das nehmen wir mal mit. Okay. Mhm. Ist doch ein nettes Bild, oder? Der Schmied. Ich bin seine Assistentin. Ich meine natürlich sein Lehrling. Ich wollte doch nur einen neuen Topf machen. Topf. Bedeckung. Eines Tages werde ich mein eigenes Schwert schmieden. Schade. Alter, selbst der Boden, wie der aussieht. Nix verpixelt. Alles schön scharf gestochen. Richtig nice. Nein, bleib hier. Kannst du nicht einfach ein Hasen warum sind das zwei? Das sind nie zwei. Ich gehe ja schon weiter. Ich gehe doch schon, mein Gott. Genau, da ist der nächste. Mit den Gefährtenanhängern. Hier mitmachen. Ist wohl weggelaufen.
Genau. Ihr schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch eine anständige Schildschwester werden. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, ja, wenn ihr zu ihm geht. Danke. Dann treten wir da auch direkt bei. Davon ist eine Wache und ich habe doch eigentlich Kopfgeld, oder? Normalerweise. Wenn ich den jetzt anspreche. Wartet! Ich kenne euch doch. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid eine gesuchte Frau und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Auch gut. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren. Dann könnt ihr gehen. Ich habe gedacht, der bringt mich jetzt hoch. Da zum Schloss. Ich muss nicht dahin rennen. Na gut, dann eben nicht. Alles mitnehmen. Wow, leck. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ich glaube, es gibt auch noch voll lange Haare und solche Sachen, aber das passt da nicht. Dann hängen die da rum wie so ein Brett. Das ist nicht so toll. Jo. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Das wäre ein Drache auch egal. Willkommen in Weißlauf. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Nice. Das habe ich noch nie gemacht. Jetzt lädt es aber lange, ne? Spiel? Ah. Ja. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfriks Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Ja. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr. Das sieht richtig nice aus. An sich auch hier Bäume. Es heißt, es gebe nichts, was eine Nordfrau nicht schafft, wenn sie es sich in den Kopf nimmt. Ja. Hallo, Kind von Kühnaret. Das hat sich gut angehört. Ach, er ist schon wieder. Die Zukunft von Tamriel. Magst du nicht reden? Und da ist sie, meine Freunde. Ja, die nackte Wahrheit. Nein. Wir sind die Kinder der Menschen. Kalos ist der wahre Gott der Menschen. Was ist da? Hey, aufpassen! Nee, keine Lust.
Kunde von Helden. Was soll ich sonst machen? Nun, dann ist es gar nichts zu sagen. Mein Herr, bitte. Dies ist nicht die Zeit. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgruuf empfängt keine Besucher. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Ich habe Neuigkeiten von Helden. Der Jarl wird sich persönlich Drachen. Mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja. Ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Wirklich? Ja. Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung geflogen ist. Irelet hatte recht. Bitte zeigen Sie in diese Richtung. Was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Man hört sogar es ganz leise sich das in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Der Jarl von Falkenring wird das als Provokation verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irelet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Meisterlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeit kommt. Begeben wir uns zu Farengar, meinem Hofzauber. Ups. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Der Jarl hat gesagt, ihr habt ein Projekt, wo ihr Hilfe benötigen könntet. Hm? Was? Wie? Ihr meint, ihr könnt mir helfen? Das glaube ich nun wirklich nicht. Okay, dann warten ihr wir halt hier. Ihr findet den Jarl in der großen Halle, wo er vermutlich auf seinem Thron sitzt. Der steht da. Hier im Labor des Zauberers ist er jedenfalls nicht. Farengar. Doch, da steht er. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht sie in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. In Ordnung, wohin soll ich gehen? Was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Okay. Ja. Wenn ihr entsprechende Erfahrung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfest um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Wir brauchen es so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Natürlich, Jarl Balgruuf. Ihr habt mir einen fähigen Assistenten gefunden. Sie wird sich ganz gewiss als äußerst nützlich erweisen. Solltet ihr erfolgreich sein, wird euch eine Belohnung zuteil. Und Weißlauf wird in eurer Schuld stehen. Ja, ja, das kennen wir ja. Dann.
Jetzt gehen wir rüber zu den Gefährten noch. Gehen wir auch noch eintreten dabei. Wo ist der groß? Okay. Ja, was, Grill? Grill. Schauen die beiden schon wieder an? Passt auf die Augen auf! Jemand muss etwas unternehmen! Hey, aufpassen! Ha! Schnappt ihn euch! Auf was wartet ihr? Azura verfluche euch! Ja! Ja! Welche Art von Waffen? Tötet sie! Ich mag kleine Schnelle. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich reden soll. Euch kenne ich noch nicht. Oder doch? Kennen wir uns? Tut mir leid, wenn ich es vergessen habe. Na dann. Aber einfach geradeaus, oder? Ich vernehme ja immer noch den Ruf des Blutes. Ein Fremder betritt unsere Halle. Ich würde gerne den Gefährten beitreten. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, sie aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht, aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Mädchen? Ich komme schon das klar. Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Wilkas bringt sie in den Hof und seht, was sie kann. Ja. Dann komm, los. Okay. Trainiere mit Wilkas. Los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werde es verkraften. Jetzt schon? Okay. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich es euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf, denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Danke, vielen Dank. Wo war hier nochmal der Eingang? Da. Das ist auch neu. Das ist auch neu. Oh, das ist sogar eine Schmelze, okay. Der Boden glänzt und ist geputzt. Okay, das passt irgendwie gar nicht. Was führt euch her? Dann seid ihr wohl der Neue hier. Wilkas schickt mich wegen dem Schwert. Schickt Wilkas Neulinge immer auf Bodenaufträge. Macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen.
Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Okay. Weil jemand muss ja die Führung übernehmen. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Okay, ich muss gehen. Möchte euch um einen Gefallen bitten. Was ist los? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Ich helfe euch gern. Ja. Das liegt jetzt hier so rum. Okay. Ich wollte dich klauen, ich wollte springen. Ich hab's nicht gesehen. Ups. Okay, einige Sachen sind hier nur Deko. Ah, hier kann man dann. Okay, es wird auch hingebaut. Oh. Okay. Leder. Ich hätte gerne eine starke Waffe. Machen. Die beschlagene Rüstung. Durch Eisenbahn. Ja, das habe ich nicht. Nee. So, Aela war drin. Ich versuche jetzt mal ein bisschen ohne Questmarker auszukommen. Damit ich nicht immer wieder im Questbuch rumwüsseln muss. Wüsseln. Ihr habt da vermutlich noch eine Frage? Nee. Aber wenn es nicht anders geht, dann aktualisiere ich die Quest auf jeden Fall. Aber irgendwo muss es hier sein. Geht's hier gut? Ihr braucht etwas? Bis zum nächsten Mal. Okay. Ihr braucht etwas? Aha. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure... Ich hab euer Schild. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Schön zu sehen, dass ihr es hier hinauf geschafft habt. Kennt ihr die? Ich habe sie im Hof mit Wilkas trainieren sehen. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht prügelt. Gucken darf man ja. Lasst das bloß nicht Wilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Das Bischern habe ich jetzt nicht gemacht, oder? Ich halte nichts von Ballerei. Ah, eine Frau, die ihre Taten für sich sprechen lässt. Ich wusste, dass ihr das gewisse Etwas habt. Hilfe. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit! Skjör und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Okay. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Wilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht,
Wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts Weltbewegendes. Was für eine Art von Probleme meinst du, meint ihr? Nur ein Haufen kleiner Banditen. Feiglinge, bei denen ihr euch nicht anstrengen müsst. Ich kümmere mich darum. Ausgezeichnet. Zeigt keine Gnade. Perfekt. Ich war das Neueste mit... Machen wir es noch bis morgens früh. Oh, das geht alles so schön schnell. Es lädt schnell und verarbeitet schnell. Das war in der Konsole zum Schluss echt anstrengend. Geht der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertrauen. Ich frage mich immer noch, warum Skio euch hast du mich jetzt die ganze Nacht zugelabert? Wir sollten einfach darauf achten, dass es nicht zu offensichtlich. Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab, hast du nicht gerade nur unten? Das ist Schande über uns alle. Okay. Ich habe nichts getan. Magen, die sich im Schmutz unserer eigenen Verderbtheit winden. Wohingegen ihr aus dem Dreck der Sterblichkeit emporgestiegen seid und nun unter den Sternen. So, ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Und ich denke mal, ich werde auf jeden Fall da noch ein paar Parts hochladen, denn hier kenne ich mich aus. Das macht mir auch Spaß. Ja. Ich hoffe, es hat die euch Männer gefallen. Sind doch alle gleich, wenn ihr noch irgendwelche Mods irgendwie, die jetzt nicht so gravierend mega bombastisch sind, habt, könnt ihr gerne vorschlagen. Lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da und wie gesagt, kommentieren. Und dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.